Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Wir sind hier heute in Lörrach und haben eine Live-Berichterstattung zu der riesengroßen, tollen, tanzenden Demonstration, die hier stattfand am 3.10.2012. Mit einem riesengroßen Erfolg, finde ich. Haben wir ja auch schon kurz darüber berichtet. Ich habe jetzt hier sitzen den Julian, der Mitorganisator eigentlich war, eigentlich die Person, die auch ihren Kopf hinhalten musste für die ganze Sache. Und ich dachte, das ist wichtig, dass wir das mal aufnehmen. Und am Tag selber war ein bisschen zu viel los, das hatte keinen Sinn. Also machen wir es jetzt mal separat. Haben auch so ein bisschen jetzt mal Resümee gezogen, was so gelaufen ist. Ja, und Julian, jetzt gebe ich dir einfach mal das Wort und sagst vielleicht was zu dir selbst, zu der Organisation, zur Demonstration und so ein bisschen dein Feedback. Danke, Detlef. Ja. Ich halte es für dich, dann hast du ein bisschen mehr Freiraum. Ja, ich bin, die Leute nennen mich Jules und wir produzieren Musik unter der Gruppe Freaky Undersound, auch Plumptim Records, und organisieren seit 6-7 Jahren jetzt Open Airs und Veranstaltungen, auch in Clubs. Und ja, es wird immer schwieriger und wir werden immer mehr geboost. Und also geboost heißt von Ordnungswächtern, ja, sozusagen. Auch als DJ wurden wir geboost bis zu 800 Euro und das ist einfach ungerecht und das geht gar nicht. Das ist quasi die Frustrationsquelle, ja, die auf euch zugekommen ist. Deswegen habt ihr gesagt, da ist Schluss, jetzt machen wir mal was. Ja, genau. Und eben auch der Alexander Nicolosi, der förmlich gejagt wird von der Polizei. Und da hat man halt die Idee, dass wir dagegen demonstrieren, weil wir fühlen uns wie Verbrecher behandelt, was wir nicht sind. Wir würden es gern recht machen. Wir schauen auch, dass der Platz immer, der ist noch sauberer als vorher. Ich weiß nicht, was wir noch mehr machen sollen. Wir haben das nicht verdient, wie Verbrecher geboost und gejagt zu werden. Jetzt war ja das Motto dieser Demonstration eine tanzende Demonstration. Das heißt, viele Leute waren da. Ich war ja selbst auch vor Ort, habe geschätzt, zwischen 1.000 bis 2.000 Menschen waren anwesend. Es gab ja verschiedene Züge, ja, also Lastwagen, wo verschiedene Musik präsentiert wurde. Ihr hattet, glaube ich, auch einen eigenen Wagen, stimmt es? Ja, leider nur am Schluss bei der Kundgebung, weil es Probleme gab. Ja, es war auch unsere erste Parade, wir waren das gar nicht gewöhnt. Und Transport und sicherheitsmäßig alles zu berücksichtigen, gab es halt Verzug. Ja, das ist auch wichtig, ne? Dass man erstmal sieht, wie schwierig es ist, in der Bundesrepublik Deutschland, hier speziell in Lörrach, überhaupt mal eine grundgesetzgemäße Protestaktion machen zu können, oder? Ja, ganz genau. Also es ist auch wichtig. Ich sage nicht, dass die Auflagen nicht wichtig sind, aber man wird nicht unbedingt großartig unterstützt. Der Polizeichef war schon mega entgegenkommen, was die Wagenabnahme betrifft, aber das Effektiv, wo er zur Verfügung hatte, war nicht ausreichend und wir hatten alle Hände voll zu tun. Also ich war froh, wo wir standen und es zum Ende zuging. Ja, man stand so unter dem Eindruck, auch das war so das Verhalten der Polizei vor Ort. Nicht, dass ich mich jetzt beschweren wollte darüber, aber man hatte den Eindruck, es ging mehr um Kontrolle, als froh zu sein, dass jetzt hier Bürger, freie Bürger, ihr Demonstrationsrecht ausüben dürfen. Stimmt das? Ja, ich habe auch einen Polizist gesehen, der gefilmt hat, anstatt uns bei der Sicherheit zu helfen. Also ich glaube es auch, dass wir mehr kontrolliert als geholfen wurden. Ja, ja, ich habe auch so, ich meine, ich bin ja ein kritischer Berichterstatter. Komm, Wake News Radio, Wake News TV ist bekannt. Ja, dafür auch hier in Stadt-Lörrach als die eine Polizeibeamtin. Beamtin, Fragezeichen, weiß ich ja nicht, ob sie wirklich eine Beamtin ist. Sie hatte keinen Amtsausweis, sie hatte nur einen Dienstausweis. Okay. Aber sie kam zu mir und war also nicht so erfreut, dass da irgendjemand filmt. Und als ich gesagt habe, ich bin von der Presse, ja, sagt sie, haben Sie denn Ihren Presseausweis dabei? Ich habe gesagt, jawohl. Haben Sie denn Ihren Amtsausweis dabei? Und dann sagt sie, ja, wieso? Nicht? So zeigte so, also, wie kann man danach fragen? Ne? ist das aber dann doch dazu zum Austausch eben dieser Ausweise gekommen? Und da haben wir eben dann gesehen, also ich hatte einen Presseausweis, ne?
Und sie hatte aber keinen Amtsausweis, sie hatte nur einen Dienstausweis. Ich sagte ja eben schon, das ist aber noch eine separate Geschichte, die wollen wir heute hier nicht vertiefen. Aber es kam mir so vor, als wie wenn denen das gar nicht so recht ist, dass hier Bürger aufstehen für ihre Rechte, oder? Nein, und so wie die Reaktion jetzt danach ist von manchen Politikern, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Da waren mehr als 1000 Leute, die was gefordert haben, mega friedlich und anständig. Die haben ihren Müll aufgehoben und mitgenommen, die ganze Parade. Was will man denn mehr? Den Leuten sollte man was Anständiges sagen und nicht, dass es voll daneben ist, was sie machen. Ja, gibt es da konkrete Beispiele von bestimmten Politikern, die du hier benennen könntest, oder? Ich habe nur Kontakt mit den Piraten, die politisch ein bisschen besser organisiert sind wie ich. Ich habe da nicht groß Ahnung und die haben mir gesagt, dass es halt nicht unbedingt positiv war. Und es ist sehr schade. Sie versuchen, glaube ich, auch, dass es nicht wieder zustande kommt oder irgendwie, dass es in Zukunft nicht mehr passieren wird. Also es ist sehr, sehr schade. Ja, die Politiker von den Piraten sagen das, von sich aus, von ihrer Sichtweise oder von der Resonanz von anderen? Von der Resonanz von der Stadt. Und wir werden auch jetzt einen Stadtrat zu einem Meeting fragen und denen erläutern, weil die haben auch scheint gesagt, dass es keine Demonstration war, sondern nur eine Parade, dass das alles nur ein Grund war, dass da wirtschaftliche Interessen waren. Das auch nicht stimmt. Ich habe jetzt noch über 500 Euro von meiner Tasche draufzulegen und ich bin nicht der Einzige. Alle, die Wegen gehabt haben und mitorganisiert haben, haben alle noch zu zahlen. Das ging mega. Ja, was denn zu zahlen? Die Wagenmieten, das Gerüstmieten, wo drauf ist. Also es hat nicht viel, wir hatten nicht viel Zeit für Sponsoren auftreiben. Das Rock-In war dabei, sogar an der Parade. Aber es hat, glaube ich, viel mehr Leute, wo davon betroffen sind, im Landkreis Lörrach, wo eigentlich hätten können mitziehen und wo vielleicht auch nicht Bescheid wussten. Gut, ja sicher. Ich meine, das muss vielleicht auch erst wachsen, diese Demonstrations- und Protestkultur in dieser Region. Ja, aber das finde ich ja hochinteressant. Natürlich kann ich mich als Presse dann auch mal hier an die Stadt Lörrach wenden, mal fragen, wie denn die Resonanz aus Ihrer Sicht da war und diese Informationen gerne noch mit einsammeln. Deshalb machen wir ja Berichterstattung. Die Presse als solches, als allgemeines ist ja, wie soll ich sagen, ein wichtiges Rad in einer Demokratie. Und deswegen machen wir das, um hier auch mal ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, oder? Ja. Deine Presse ist gute Presse, Detlef. Sonst bin ich eigentlich nicht so, ich vertraue nicht unbedingt jeder Presse, die ist meistens nicht unbedingt frei. Gut, ja, das ist sicher auch nochmal ein separates Thema, aber das würde hier auch zu weit führen. Da berichte ich aber auch viel darüber und auch andere. Ich bin ja nicht der Einzige bei den neuen Medien, die sich also als unabhängig bezeichnen. Jetzt würde mich natürlich nochmal interessieren, was du von dieser ganzen GEMA-Gebührenerhöhung hältst. Ja, es ist schon extrem, also sowas kann man eigentlich gar nicht begründen. Ich weiß nicht, warum das überhaupt ernst genommen wird und durchkommt vielleicht. Das ist einfach Mafia hoch 10 und wenn das soll eine andere Regelung bekommen, klar, ganz klar, das geht so nicht. Und was daraus passieren wird, ist für jeden nachträglich schlecht, also fürs Portemonnaie sehr schlecht. Ja, wir haben ja da auch noch einige Sachinformationen, die wir dazu nachliefern, keine Frage. Und das werden wir auch noch mit in die Anlagen, Beilagen, Links und so weiter mit reintun. Das interessiert ja die ganze Bundesrepublik, ne, wo die GEMA aktiv ist. Keine Frage, ist also noch mehr los, ne, an Widerstand gegen diese Sache. Jetzt, was wünschst du dir eigentlich vom Landkreis Lörrach? Weil das eine große Problem ist ja, dass die Jugend oder junge Leute, ne, so alt bin ich auch noch nicht, ein bisschen Freiraum haben möchten, um auch mal ihre Musik zu spielen, die sie hören wollen und die nicht per Kommerz ihnen vorgeschrieben wird, auch an, sagen wir mal, nichts gegen Clubs und so weiter, aber es muss auch irgendeine andere Möglichkeit geben, sich darstellen zu können, zusammenzukommen, Spaß zu haben, das, was eigentlich die Jugend gerne machen möchte, oder? Ja, eben, die jungen Leute wollen sich ausleben und ihre Art
nicht die Art, die ihnen vorgeschrieben wird. Und Ja, was würdest du fordern jetzt vom Landkreis Lörrach? Stellt uns mal mindestens 2-3 Mal oder jede Woche einmal irgendwas zur Verfügung, wo wir einfach von bis machen. Wir sorgen dafür, dass zum Beispiel aufgeräumt wird, dass wir das Catering, die Gastronomie und so weiter und Gebühren brauchen wir bitte hier, braucht ihr gar nicht kommen, oder? Nein, also mein Traum wäre so eine Art Kulturfloß, wie sie es auch in Basel machen, wo sich jeder anmelden kann, wo dann ausgelost wird, die seriösen Projekte ausgelost werden und dann ihre Chance bekommen. Und es ist nicht kommerziell und beruht auch auf viel Selbstverantwortung von den Besuchern. Und so könnte es ja laufen. Man muss ja nicht immer für alles einen Verantwortlichen haben. Wenn die Menschen an die Isteiner Schwellen gehen, sind sie auch für sich selbstverantwortlich. Es ist ein Gefahrengebiet. Ja, ist ein gutes. Ja, das heißt also, es gibt ja sehr viel Zusammenarbeit hier im Dreiländereck. Ne? Das ist ja Deutschland, Schweiz und Frankreich, das Elsass, die hier auch kulturell zusammenarbeiten. Es gibt ja hier zum Beispiel eine Veranstaltung in Lörrach, die ist allerdings kommerziell. Das sind die Stimmen, das Stimmenfestival, ja, oder? Ist das ein Dreiländerfestival? Naja, sagen wir mal, zumindest ist mit Basel arbeiten sie zusammen, das weiß ich. Ja. Also Lörrach könnte was lernen von Basel, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Basel ist kulturell sehr offen. Es ist eine Kulturstadt, was ja eigentlich Lörrach auch will, aber eigentlich alles dagegen macht. Auch Clubs und so. Ich finde, in Lörrach hat schon ein Club seinen Platz, was die elektronische Musik angeht. Aber es wird, glaube ich, gar nicht einfach gemacht. Es gibt keine Bewilligung dafür in Lörrach. Ja, und ich meine, ich habe immer das so verstanden, das ist auch in meiner Sichtweise, dass Regierung, Politik, Behörden dem Volke dienen und nicht umgekehrt. Und wir sind ja Volk. Ne? Also ich bin Volk, du bist Volk, souverän nennt man das. Ne? Jeder ist ein Souverän, der Chef ist eigentlich das Volk. Und es ist gar nicht so einfach, weil die Vorurteile, wo auf uns lasten von der Szene, ich rede jetzt halt wieder von der elektronischen Musikszene, es ist gar nicht so einfach. Ich war erstaunt, wie viele Leute dazu gestanden sind, zu dem, was sie lieben. Weil es ist nicht einfach, sich zu zeigen bei den Vorurteilen und wie wir schlecht gemacht werden. Auch jetzt nach der Demo sieht man es wieder. Da muss man sich verstecken für seine Liebe und für seine Passion. Ja. Na, das Verstecken tun wir auf keinen Fall. Wir gehen jetzt gerade nach vorne, weil ich bin auch nicht unbedingt jetzt aus der elektronischen, im Elektronischen aufgewachsen, aber ich höre sehr viel elektronisch, ne? Inzwischen, weil wir haben sehr viel, wir machen im Radio auch dann unsere Musik und da kriege ich sehr viele von Künstlern elektronischer Musik zugeschickt, die spiele ich dann. Ne? Ja, wir haben 2012, es wird Zeit für was Neues, man muss uns akzeptieren, also sind jetzt lang genug in Industriehallen und weiß Gott wo gehockt, also wir dürfen auch das Leben genießen, so wie wir es wollen. Und sicher auch, es sind ja viele Leute, wir reden da nicht von einer Hand von Leuten. Ja, cool. Jetzt, du hast ja die IG Musik gegründet. Willst du da vielleicht nochmal über die Mitglieder sprechen, kurz? Ja, ich und Patrick Brehm von Plumpton Records und der Alexander Nicolosi von Punch Me Records und die Piratenpartei, das sind eigentlich die Initiatoren von dem Ganzen. Ja, super. Also wir werden die natürlich auch in dem Bericht erwähnen, das ist gar keine Frage, mit den entsprechenden Links. Was kannst du denn den Zuhörern, auch sagen wir mal anderen Produzenten, die hier natürlich auch in der Gegend sind, DJs und so weiter, was kannst du raten? Können die eurer IG Musik beitreten zum Beispiel? Oh ja, die sind herzlich eingeladen und ich finde es toll auch, dass die Zusammenarbeit so super lief, weil in Musikbusiness ist es halt nicht unbedingt so, dass jeder zusammenarbeitet. Und das war jetzt ein super Beispiel dafür. Und ich hoffe, dass es so weitergeht, dass wir zusammen für die Sache aktiv bleiben. Ja, klasse. Also das finde ich super, dass du uns jetzt hier mal so ein bisschen auch aufgezeigt hast, wie die Hintergründe sind. Und ich denke, es ist ein Start, es ist ein Beginn für alle Musikinteressierten, Musikproduzenten, ob kommerziell oder ob im Privaten, egal, spielt gar keine Rolle. Musik.
egal welche Musik, es muss einfach, es tut den Leuten gut, es gibt nichts Besseres wie Musik. Warum ist es so schwierig, den Leuten Gutes zu tun? Das kann doch wohl nicht sein. Ja, dafür leben wir ja, ne? Oder? Ach, das könnte sein. Manchmal meinen ganz Großkopferte, sage ich ja immer mal, ne? Dass wir nur ihre Sklaven seien. Ja. Stimmt das? Das könnte von mir kommen. Aber ich sag da jetzt nicht mehr dazu. Oh, ich schon. In jeder meiner Sendung. Da komme ich gerne. Und ja, okay. Wir können ja auch gerne nochmal ein Nachfolgeinterview machen. Du kannst auch gerne mal einfach so ins Radio kommen. Das machen wir dann also direkt online. Ohne diese schöne Kamera. Ne? Aber das geht auch. Ne? Wunderbar. Ich danke dir. Sagst du vielleicht nochmal kurz die Webseiten von dir, von der IG Musik und auch von denen, von deiner eigenen? Ja, Freaky Undersound, hauptsächlich auf Facebook. Wir haben aber eine gemeinsame Seite, ich und Plumpton Records, das wäre secretbeats.de. Und ja, die IG Musikkultur auf Facebook wäre eigentlich für alle der Ort zum Dranbleiben. Also überwiegend Facebook, ja? IG Musik muss man dann suchen, ja? Da gibt auch eine Webseite, igmusikkultur.de. igmusikkultur.de. Ja, das war's. Okay, super. Also, herzlichen Dank. Ja? Danke dir, das war super. Ich danke dir und wir bleiben am Ball. Und ja, ihr lieben Politiker, ihr müsst euch jetzt mal ein bisschen umhören, was das Volk eigentlich will. Ne? Nicht am Volk vorbei, sondern mit dem Volk. Das ist immer besser. Ne? Oder? Ja. Guter Tipp, gell? Ja, bitte. Es gibt nicht irgendwann Wahlen. Ne? Okay, also ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Danke fürs Zusehen. Bis bald. Ne? Ciao. Der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.